So, zwei, danke. Danke für die Gesellschaft. Bratwurst! Nice! Und jetzt zünden wir Stufe 2, der Bazillenangriff. Entschuldigung. Oh, wir hatten Schnupfen erwischt. Entschuldigung. Das tut mir leid. Vielleicht bitte in die andere Richtung schneuzen. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ja? Ja. Oh, ist das. Oh. Was haben Sie denn jetzt gemacht? Entschuldigen Sie bitte. Ja. Was ist das? Drehen Sie rum. Ah. Meine. Ja. Ja. Hey, ich bin mal verrückt. Entschuldigung. Dreh dich doch rum. Hey, hier, mal, dreh dich doch rum, verdammt nochmal. Entschuldigen Sie. Du bist ja ganz voll bloß. Jetzt hoch ist es. Oh, ist das. Entschuldigung. Entschuldigung. Boah, es ist schlimm, obwohl wir da. Seit gestern. Haben Sie die 2 gedrückt? Ja. Pass mal auf, wenn du jetzt nochmal machst, hau ich dir so einen auf die Schnauze drin. Du bist hier im Krankenhaus. Ich kann es nicht korrigieren. Pass auf. Ja. Freund. Drücken es doch. Noch einmal fängst du eine. Das möchte ich ja vermeiden. Ja? Also bitte. Schauen Sie, das duftet sogar noch. Also, sind wir wieder gut? Okay, alles klar. Alles klar. Und zum Schluss läuft der Countdown für Stufe 3. Verschwunden im Fahrstuhl. Hallo, guten Tag. Würden Sie für mich die 2 drücken, bitte? Zwei. Dankeschön. Und die. Nee, 1 wollen wir, gell? Die wollen wir hin. Auch ein 2, ne? Ich glaube, ich habe jetzt gerade mein Handy liegen lassen. Würden Sie das ganz kurz mehr für mich halten? Ja, komm mal hier. Oder an der Kasse. Oder was das? Ah, jetzt fällt da noch das Licht aus. Ich suche mein Handy. Ja. Haben Sie gedrückt? Wo wollten Sie in welchen Stock? Ich wollte nicht. Den zweiten, ja? Ja. Ja. Müssen Sie... Da war noch jemand drin. Da ist Licht ausgegangen, da war er weg. Das stimmt doch was nicht. Das ist aber unerklärlich. Sie waren zu dritt im Fahrstuhl? Ja, ja klar. Ich habe Sie jetzt einsteigen sehen, aber... Ja, da war noch jemand drin mit der Tasche. Da war noch ein Herr drin mit der Tasche. Ja, das ist die Tasche von dem Herrn. Ja. Ja. Halten Sie mal gerade meine Tasche, ich habe mein Handy vergessen. Aber wo soll er denn da hin? Also ich verstehe Sie jetzt nicht. Da war das so, da war das Licht aus und weg war er. Hallo? 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 Würden Sie für mich die 2 drücken, bitte? Mache ich doch. Das ist nicht viel da. Wenn ich schon mal dabei bin. Ich finde jetzt noch. Oh! Oh. Oh nee. Das ist ja eine klassische Situation. Würden Sie mich für mich auf die 2 drücken, bitte? Ja. Du lieber Gott, was war das denn jetzt? Das gibt es ja nicht. Hier war ein Mann? Ja, da war ein Mann drin, der hat noch gesagt, drücken Sie für mich auf die 2. Ich meine, hier steht eine Tasche, ist das Ihre Tasche, ja? Nein, nein. Also, warten Sie mal, wir machen mal die Tür zu. Also ich gehe nicht mehr rein. Ja, ja, ich mache mal zu. Ja. Also Sie sind der Ansicht, da war ein Mann drin? Ja, sicher, er hat ja noch gesagt, drücken Sie für mich auf die 2. Ich habe auf die 4 gedrückt. Und da sagt er, drücken Sie für mich auf die 2. Ja, ist er wieder. Darf ich jetzt nach oben fahren? Ja, wo kommen Sie dann jetzt her? Ich warte jetzt auf Sie. Sie waren ja gerade hier. Nein, also ich bin ja nicht blind. Ist es der Herr? Derselbe. Sie haben noch zu mir gesagt, drücken Sie auf die 2. Auf die 2, genau. Ja, wo waren Sie denn? Hallo. Ja. Würden Sie für mich noch netterweise die 2 drücken? Ja? Ja, dann haben wir nämlich weniger wie sonst. Weißt du? Ja. Ich dürfte die Kilometer wegfallen. Na, nächste Woche, Montag halt nochmal treffen.
Ich muss mal gucken, was hier ist. Oh, mein Gott, was denn hier? Wo ist der hin? Ist das schon mal drüber oder warum sind wir aufgeregt dann? Ich tritt gar nicht jetzt. Ich hab dir gesagt, lass uns mal mit. Ey! Haben Sie ja nichts übernommen? Sie sind ja schon gut. Wo waren Sie denn jetzt? Ich war nur kurz weg. Ja, wo denn weg? Ja, so wie da. Mach, das gibt's ja.